Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von meiner Rubrik Angezockt, und heute geht's um Barnfinders. Die Entwickler Duality Games und Publisher Duality Games und Playway haben hier was ganz Besonderes irgendwie rausgebracht. Ihr könnt euch gerne jetzt gleich mal den Trailer anschauen. Ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, denn das Game soll veröffentlicht werden am 16. Juni. Das heißt, ich mache jetzt halt gerade hier mal sozusagen die Demo-Version, um das Ganze so ein bisschen anzuzocken. Demo-Version ist allerdings nur in Englisch. Ich werde hier nichts übersetzen. Ihr könnt euch das dann selbst übersetzen. Das Spiel selber soll auf jeden Fall in Deutsch rauskommen. Wie gesagt, 16. Juni. Und hier ist jetzt erst einmal der Trailer zu dem Game. Viel Spaß dabei. Jo, und damit geht's auch schon los. so, ich habe natürlich, um das Ganze mal anzutesten, hier ein Profil erstellt. Und deswegen mache ich jetzt nicht Load Save Game, sondern ich mache auf New Game. Und ich hoffe, ich bin an der richtigen Position. So richtig konnte ich nämlich nicht feststellen, wo könnte ich mich am besten platzieren. Von daher bin ich jetzt einfach mal wieder in die gewohnte untere Ecke. Somewhere in America. So, America allerdings mit Y geschrieben. Hey, 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 hey. Wake up, young man. The generator is down. Get a battery from our truck and fix it. Alles klar, wir holen den. Let's work awful hard. Our vacation waits. Okay, hier habe ich mich schon mal ein bisschen umgeschaut. Oh, das wusste ich gar nicht. Equip upgrade gun to change. Okay. Und Kebab? Was? Cola Coca? Oh, cool. Die Dinger gehen auch auf. Oh, da ist was drin. Okay, also vom Verkauf von dem Zeug anscheinend bekomme ich da oben in der rechten Ecke bekomme ich Kohle. Also da kann ich nichts machen. Was kann ich... Ah. Oh, den kann ich drehen. Moment, Rotate, I. Okay, ich kann den aber nur mit... Ich kann den aber nur so drehen. Okay. Was haben wir da? Valuable Trash. Ah, das kann man auch... Okay, auch verkaufen. Die Dosen kann man verkaufen, das ist gut. Was ist mit den Bildern hier? Ich denke mal, dass das die Entwickler sind. Okay, hier kann ich nichts machen. Ein Koffer. Ich kann den aber auch nicht aufmachen oder sowas. Die Kiste. Okay, die kann ich auch rum. Ich kann eigentlich mit allen Gegenständen irgendwie oder mit den meisten Gegenständen agieren. Moment, bevor ich da rausgehe, erstmal umschauen. Was haben wir da? Ah, okay, die können wir auch verkaufen. Das ist gut. Ich denke mal, dass wir Geld brauchen werden. Man kennt es halt nicht so wirklich, ne? Flaschen. Das ist cool gemacht mit diesen Spinnweben, die da unten drunter sind. Trash. Es steht leider halt hinter meinem Rücken. Valuable Trash steht da. Okay, das ist einfach nur eine Tee-Ding. Okay. Also um den wieder da reinzukriegen, glaube ich, braucht man Übung.
Also, da war nichts weiter drin. Ist da was drin? Nö. Okay. Kühlschrank? Jawohl. Oh, das ist auch Trash. Das sind quasi unsere ersten Dollar, die wir da machen können. 57 Dollar. Jawohl, ansonsten. Na, machen wir wieder zu, ne? Ein bisschen aufgeräumt. Ansonsten. Da irgendwas? Ne. Tutorial First Task. Nimm die Batterie aus dem Truck. Platziere die Batterie im Generator. Und nachdem du das getan hast, nutze den Computer für eine E-Mail. Get your first job, also um den ersten Job freizuschalten. Und da liegen auch Dosen rum. Das ist okay. Ich nehme mal an, das soll hier unser Laden sein. Garn, was? Barn Finders, das ist doch cool. So, hier steht Müll rum. Ah, auch das ist Trash, das ist cool, aber das bringt immer nur 3 Dollar. Das nicht. Was ist damit? Okay, die Kisten können wir jetzt einfach nur. Keine Ahnung, was damit machen. Ich stelle es halt mal damit her. Moment, ich will es schon ein bisschen sauber hinstellen. So. Die Kiste. Da kann man anscheinend auch nichts machen. Einmal kann die Sachen wegheben. Das ist unser Truck. Oh, man kann springen, das ist gut. Was? Barn Finders, the Pilot. Okay, da müssen wir her. Ding drücken. Okay, hier. Mikrobatterie. Okay, dann. Da ist ein Stern drüber oder irgendwas. Ja. Okay, und die Aufgabe ist, die Batterie nehmen und in dem Generator platzieren. Da ist ein Generator. Check your computer E-Mail. Ach, das ist Trash. Okay, was ist damit? Das sind einfach nur irgendwelche Pack. Oh, Moment. Gleich mal daher schmeißen. Was ist das? Usable Object. Golden Paper found. Ach du Mist. Da irgendwas? Ja, dass ich hier irgendwie was übersehe oder sowas. Moment. Das stapeln wir natürlich einmal ein bisschen sauber hin. Baum. Eine Tonne. Okay, warte mal. Okay. Stellen wir einfach auch mal mit dahinter. Mal ein bisschen aufräumen, ne? Ja, Steuerung ist gewohnt. Aber das ist jetzt irgendwie kein. Da ist noch eine Kiste. Eine Tonne. Was ist das? Maschinenslot. Ja, mir ist ja egal, wo das Ding steht. Das sind Lampen. Ah, das ist wie in einem Trailer. Ich denke. Okay. Das ist cool. Man kann sogar Basketball spielen. Moment, das probiere ich jetzt nochmal. Ah! Das ist cool. Ah, dahinter gefallen, naja, ist egal. Basketball Challenge. Oh, das ist eine Challenge. Moment, da muss man auf die 2 Punkte stellen. Hey, bleib da, bleib da, bleib da. Cool, wenn wir den so wieder auffangen. Ups. Das war gar nicht so leicht, Leute.
Yeah, 2 Punkte, cool. Da muss man echt ein wenig üben, würde ich sagen. Aber es geht. 8 Punkte, noch 9 Sekunden. Ja. Yeah. 1 Sekunde noch. 10 Punkte haben wir gekriegt. Was kriegt man dafür? 3-mal Trash. Okay, cool. Das ist cool. Das haben sie cool gemacht. Ja, ich freue mich ja echt schon wahnsinnig auf das Spiel, wenn das rauskommt. So, da geht's anscheinend raus auf die Street. Das Schild ist auch cool, oder? Want to buy stuff? We have stuff! Okay. Palette. Ein Huhn. Hey, Chiggy. Was? Tattoo. Was ist das? Ah, da kann man dann den Laden. Open, close, shop. Okay, wir haben ja noch gar nichts im Shop, also von daher mache ich den jetzt mal noch nett auf. Janitor. So, also der Generator läuft, ne? Also unten drunter ist nichts. Muss ich das vielleicht... Muss ich das vielleicht da reinschmeißen? So wie beim Train Simulator. Junk. Okay, also das geht nicht. Ja, dann lassen wir es halt einfach mal da stehen. Was ist das? Build Cleaning Station, Purchase Upgrade Tool, Price 100. Okay, das haben wir natürlich noch nicht. Was ist das? Ah, das war auch Trash, okay. Mülltonne, lieber in die Ecke stellen. Was ist das? Okay. Das ist das Häuschen, alles klar. So, was haben wir hier? There are no more items in the car. Storage Station. Okay, also hier können wir irgendwas... Store items here. Open. Ja, okay, da haben wir ja nichts drin. Okay. Generator. Yes, macht auf. Yes, genau so, wie ich es mir vorstelle. Build Medium Shelf. $100. Karte. Welcome to Miko Shop. Miko Store. It should work. Ah, upgrade gun. Upgrade and customize your home. Light. Illuminate dark areas. Chance to find metal scraps and wood. Slow speed tool for digging spots. And can open easy difficulty locks. Alles klar, wie komme ich also mit See you later, partner. Yes. Change Radio. Es gibt anscheinend nur 2 Radio Stations, aber das nervt mich. Moment, was ist das? Equip Upgrade Gun to change. Achso. Die Upgrade Gun brauchen wir. Medium Shelf. Shelf for medium sized items. Medium Wall Shelf. Das haben wir hier im Eingang. Ja gut, dann gehen wir halt mal am Computer. Was haben wir da? Build Medium Shelf. Okay, gehen wir mal am Computer. Schauen wir mal. So, call your mom. Barn Hub. Setting there. To get to your first barn, you will need ein Kanister oder $50. Look for gas or recycled trash.
Alles klar, rechter Mausbutton geht raus. Okay, hier E-Mail. Unread Mick Kornhauer, a naughty stack for a friend. Hello, Bonfinders, can you help an old friend? So I hear there's still a naughty stack at the old red barn. Maybe you could find it there for you. There's money in it, if you do. Thanks, Mick. Okay, wir sollen anscheinend hier dieses Dings hier finden da. Wir kriegen dafür $300. Dann würde ich sagen, accept Barn Hub. Ah, und das ist, da kann ich dann quasi hin. Okay. Owned by Uncle Billy since 1981. This store finds, fix, clean and sell different types of items. Pawn Shop Location 34, Duckwood Lane, South Morlino. Okay, und The Red Barn, da müssen wir hin. Dwayne's Red Barn was a legendary spot among the Americans, a place full of joy and excitement. Now it is just an abandoned place in the middle of Georgia's state, bla bla. Okay, entweder wir fahren, weil wir Gas haben, oder wir zahlen anscheinend $50. Travel. Okay, und dann geht man quasi über die Karte direkt hier an die bestimmten Stellen. Yeah. Cool. The Red Barn. Dwayne's Love Nest. Dwayne's Love Nest. Keine Ahnung, was auch immer das heißt. So, warum blinkert das? Tutorial Exploring Abandoned Barns. As a barn finder, your job is to find requested items. Ja, in dem Fall ist ja dieses Ding hier gesucht. Look for other valuable collectible, you can sell them in your shop. Okay, wenn wir andere Sachen finden, die wir verkaufen können, ne, dann können wir die in unserem Shop auch verkaufen. Search for additional items and secrets, there is always something interesting in the map, on the map. Okay, also wir werden immer irgendwo etwas finden, wir müssen einfach nur ein bisschen suchen. Alles klar. Ja, dann schauen wir uns doch wirklich gründlich um auf dem Gelände. Da zum Beispiel ist Müll. Was ist mit den Dingern hier? To rotate. Oh, vielleicht liegt da auch mal manchmal was drunter. Es wäre, glaube ich, schon gut, wenn ich da einfach... on that famous red barn, let's explore around and take all stuff. Okay, ich soll mich umschauen und alles mir schnappen, was ich finde. Und bevor ich aber reingehe, schaue ich mich erst einmal hier außen um. Jetzt haben wir hier ein Fass. Da liegt sonst nichts. Die Dinger muss ich auf jeden Fall wegschaffen, weil vielleicht liegt irgendwas drunter. Das mache ich auch wirklich mit jedem drum. So, hier war zum Beispiel, ja, Müll. Das erkennt man zum Glück. Tun, das ist gut. Ich gehe mal noch nicht rein. Ich schaue mich erst einmal hier außen noch um. Was ist damit? Eigentlich kann ich das nur rotaten. Aber dahinter liegt nichts. Da oben drauf. Ein Hocker. Den stellen wir doch mal sauber dahin, oder? Das Tolle ist, wenn du das irgendwie an die Wand drückst, dann dreht er sich auch. Hallo. Ah, das schaut interessant aus. Dose habe ich gerade gesehen. Ja, im Moment, da war doch irgendwas mit... ja, genau. Krabbeln kann ich auch. So. Wir schmeißen jetzt einfach mal alles hier so ein bisschen in eine Ecke. Liegen tut hier allerdings jetzt nichts mehr. Da oben glitzert was. Oh, das ist wahrscheinlich wieder so eine Klopapierrolle. Was haben wir da? Joe Manure Burrow $25. Hm, ist genau hinter mir, also mache ich jetzt mal die Cam aus. Also ist, glaube ich, besser, ich setze mich dann später auf die andere Seite. Okay, Joe Manure Burrow Big Item $25.
Ah, okay. A classic Studi weight, bearing wheelbarrow, picking up your horses manure is essential for maintaining your field. Joe is one more original American. Okay, also dieses Ding können wir anscheinend einpacken. Press T to mark for transport. Ah, das. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das im Pickup ist. Dass ich eben nicht immer dahin laufen muss. Wobei es nicht. Okay. Wobei es natürlich schon. Ja, das, wir haben es drin. Wobei es natürlich schon auch vom Spiel her okay wäre, wenn ich das selber hintragen müsste. Da unten liegt wieder Müll. Ich stelle jetzt mal die Bank damit her. So, jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich dieses Glitzerding. Oh, ich muss wahrscheinlich irgendwie mit den Strohballen was bauen. Dann war es jetzt aber ganz blöd, dass ich die weggebracht habe. Also die Physik von den Dingern ist auch gut, muss ich sagen. Sprit oder sowas ist da keiner drin, ne? Weiß ich natürlich nicht. Kann ich mir. Ich muss mir wahrscheinlich echt was mit den Kisten bauen, um da hochzukommen, weil ich komme ja. Hört ihr die Musik? Yes. Anscheinend ist es so ein bisschen Hinweis. Ey, da ist was. Und dann kannst du dem Ganzen so ein kleines bisschen folgen. Warte mal, wir packen das hier einfach, zack, ins Regal. Ah, vielleicht ins obere. Oh, das macht mir jetzt schon Spaß. Da war nichts drin. Da haben wir noch ein Fass. Das stellen wir da mal mit her. Ja, ein Eimer. Okay, damit können wir auch nichts machen. Der kommt zack ins Regal. Yes. Schön aufgeräumt. Okay, irgendwie müssen wir da hochkommen und ich denke mal, wir werden da für Kisten brauchen. Schauen wir mal. Ah, yes. Yes, ich hab's erwischt. Golden Paper found. Anscheinend gibt's an jedem Platz sowas. Komm ich auf das Dach kann ich bestimmt auch drauf. Aber hier sehe ich jetzt ja nicht gerade, dass da irgendwas ist. Ja, cool. So. Oh, da hinten steht irgendwas. Fässer auf jeden Fall. Und wir waren jetzt noch nicht einmal drin. Collectible left. Also, es ist auf jeden Fall hier ein Balken. Wir müssen einiges an Zeug suchen. Ich tue das mal kurz nur dahin. Kein Müll. Was? Was ist das hier oben eigentlich? Dieses O oder Q? Ist das ein Q? Ist das eine 0? Ah, das ist ein Radio. Zack. Okay, du kannst auch die Teile durch die Gegend werfen. Aber ich mach's lieber aus. Man weiß immer nie, ne? Da kommt dann wieder irgendeiner, ne? Und sagt, hey, das ist mein Song. Monetarisiert dann dein Spiel, was du im Grunde aufgenommen hast, die ganze Arbeit damit hattest und verdient Geld damit. Das muss nicht sein. So, hier liegt weiter nichts. Kann man hier durchgehen? Nein, rüberspringen kann man auch nicht. Okay, hier liegt nichts weiter rum. Auch keine Dosen, kein Müll, kein nichts. Ein Eimer. Ist da unten irgendwas drin? Irgendwas unter dem Eimer. Es macht Spaß, das Zeug da so reinzutun. Oh, was ist das? Old Rat. That's interesting. Moonshine Delirium.
Was ist das? Delirium Theater. Oh, krass. Poster added to the collection. Alles klar. Also das Spiel macht jetzt schon wahnsinnig Spaß. Da könnte man dann versuchen, ob wir reinkommen. Oh, Alter. Alter, meine Güte. Das ist vielleicht gar nicht so leicht, das Ding gerade zu bekommen, ne? Ich meine, du hast nur zwei Richtungen. Oh boy, you've got some great taste. Ey, ich hab doch den Radio ausgemacht. Oder läuft ein anderer? Da haben wir Müll. Da ist anscheinend nichts. Oh. Das ist gut. Tun wir mal weg. Ja, und da hinten war ja dieses eine Objekt gestanden. Das sah mir aus wie so ein Fuchs oder sowas. Also man kommt hier nicht drüber. Ich habe es gerade versuchen wollen. So. Ich muss erst einmal Platz machen, bevor ich mir das schnapp. Oh. Zzt. Ey, das ist wirklich übel. So, jetzt aber. Okay, was haben wir hier? High Five Wolf Collectible. Der High Five Wolf. This life-size taxidermy mount features an incredible gray coat. Masterful craftsmanship and was impeccable attention to details. To detail. Okay. Das finde ich cool. Okay, Mark für Transport mit T. Warte, muss ich aus dem Ding wieder raus? Okay, ich habe jetzt den Radio wieder ausgemacht. Keine Ahnung, warum der gelaufen ist jetzt. Okay, dann können wir eigentlich mal... Schauen wir mal, ob wir... Okay, die Tür ist zu. Dann schauen wir einfach nach vorne. Na, 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 na. Sesam, öffne dich. Wow. Hier gibt es anscheinend richtig viel Stuff und vor allem sehr, sehr viele... Spinnweben, wie man sieht. Und durch das Tor werden wir allerdings dann in dem nächsten Part steigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und vielleicht interessiert euch ja dieses Game auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Täte mich interessieren. Okay, ansonsten, ich wünsche euch noch was. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.